Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind zu, wie man sieht. Es war eine Struggle, ein großer Struggle, hierher zu kommen. Also für mich nicht, aber für Sie. Ja, ich habe den Zug verpasst, weil der Fahrstuhl nicht kam. Und dann musste ich 3 Treppen runter mit meinem Koffer, was ich nicht geschafft habe. Das ist ein sehr schwerer Koffer, muss ich zugeben. Aber meine ist auch sehr schwer. Sie nimmt den Koffer einfach und trägt ihn in 10 Sekunden 50 Treppen runter. Und ich brauche 20 Minuten für 3 Treppen. Das kann echt nicht wahr sein. Aber alles etwas schwer geworden mit unserem Koffer, aber wir haben es bis jetzt hier geschafft und müssen auch umsteigen. Von daher ist unser erster Zug hier erst. Ja, wir mussten den ganzen Zug durchgehen, um irgendwo Plätze zu finden, die frei sind. Aber es war ein weiter Weg, bis wir hier angekommen sind. Wir waren komplett durchgeschwitzt, auch durch die Masken und so. Ja, endlich Urlaub und so. Es ist einfach null real, dass wir Urlaub fahren. Nee, null real. Also es kommt vielleicht noch, dass wir das irgendwie realisieren. Vielleicht hört man das ja gar nicht in den Masken, oder? Bestimmt. Wir haben kein Corona. Sie hat gestern einen Corona-Test gemacht. Kein Corona, Leute. Kein Corona. Ich höre mich an mit Corona, aber ich habe kein Corona. Ja, das ist, alle gucken immer ganz geschockt. Oh Gott, sie hustet, sie niest. Ist es Corona? Nein, das ich ist nicht. Ich habe einen tiefen Husten, der sich anhört, als würde ich sterben, aber ist halt nicht. Hoffentlich überleben das Umsteigen. Und auch hoffentlich finden wir einen Platz im nächsten Zug schneller. Wir müssen eine Stunde, bevor wir aussteigen, schon mal an die Tür gehen, weil das wird ein Szenario hier. Das ist wirklich ein Szenario, ich glaube auch. Hallo. Hallo. Wir sind gerade angekommen in Sirksdorf, Leute. Wir haben erstmal so einen Mann, der bei der VG gearbeitet hat, gefragt, ob es hier irgendwie einen Autoverleih gibt oder einen Taxistand. Da meinte er so, hier gibt es keinen Autoverleih. Hier, Leute? Es ist einfach ein Klo. Es ist einfach eine Toilette. Ich wollte gar nicht sehen. Das ist Holz, das glaube ich jetzt, ich könnte so hübsch sein. Hier stehen die ganze Zeit Nummern von Leuten an den Wänden und ich heiße bla 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 und mir ist langweilig, wollen wir Freunde sein. Los und suchen unser Taxi. Ja, wir müssen zu unserer Unterkunft, aber dann müssen wir woanders hin, um dann deinen Schlüssel zu holen für die Unterkunft. Ja, aber wir werden es schon finden. No front, Ali, du wirst doch wohl. Das ist eine wir finden was, wir können trampen, Leute. Okay. Und sie hat jetzt schon was verloren im Zug. Meine komplette Jacke, ein Mantel habe ich verloren. Und den Pullover, den ich ihr geschenkt habe. Selbst der Mantel in der Bahn weiß, dass ich ihn nicht holen will. Aber der Strand soll schön sein, meint er. Ja. Also hier ist einfach nichts. Oh, hier laufen wir auch gerade. Das ist Straße eine Größe, da werden wir trampen. Trampen? Ja. Komm, lauf mal, ich hab der Straße. Ich bin schon fertig repariert. Der Reißverschluss von meinem Koffer ist einfach aufgegangen, ist ja kaputt. Er ist nicht kaputt, ich habe ihn einfach wieder zugemacht. Er ist kaputt, aber er ist halt dann auf der einen Seite kaputt. Man kann ihn von der anderen Seite rumziehen, okay. Da soll er sie steht noch beiden Koffer. Diese Frau ist einfach nur der Held, wirklich. Sie ist so stark. Sie hilft mir ganz mit meinem Koffer bei allen aussteigen. Ich kann nicht. Meine Räume, meine Arme tun so weh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Räume so krass merke, aber es ist richtig belastend. Und vorhin waren wir im Fahrstuhl, wir wollten runter zum anderen Gleis und da waren noch 5 andere Leute drin. Der Fahrstuhl ging einfach nicht zu. Er sah der Zugang wieder auf. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass da ein Witz in der Stock an der Tür ist und deswegen sind wir nicht gefahren. Ist es noch weit? Sag du es mir. Ich glaube ja. Okay, let's go. Ich sehe echt fertig aus langsam. Ich freue mich, wenn wir endlich in einer Wohnung sind. Aber dann geht es noch einkaufen. Ich freue mich jetzt einkaufen. Und es ist heute wirklich super warm. Und wir haben schon ganz viele Jugendliche gesehen. Sirksdorf Jugend. Die, ob wir aus der Schule kamen oder feiern gehen. Wir sind uns auch unsicher, wie alt die Altersklasse ist. Jetzt guckt mich schon wieder jemand an. Ja. Hallo, haben Sie meine Kollegin schon gefunden? Weil die steht da und wartet. Wir sind auf dem Weg noch. Aber wir müssen gleich da sein. Und da hat schon jemanden gefragt und die meinte auch, wir sind gleich da. Da! Oh, es ist scheiß hässlich, aber wir sind da! Cool! Ich sag gleichzeitig! Das ist voll schön! Wow, wir ergänzen uns gut! Aber wo ist. Entschuldigung, weißt du, wo hier eine Gastronomie ist? Ich hab keine Ahnung. Wir sind lost. Ich musste so lange nicht auf den Boden gelegt. Was in Sirksdorf bleibt? Bleibt in Sirksdorf. Das ist unser neues Motto. Jetzt haben wir gerade den Schlüssel bekommen. Die Dame war sehr nett, aber wir mussten unterwochen hochlaufen. Und der Typ, wir haben den gefragt, wer hier wohnt. Er meinte, nee, und der war sehr, sehr süß. Aber wollen wir suchen? Wir suchen gerade Haus C. So sieht es hier aus. Ich bin schon super gespannt, weil ich habe auch gelesen, es soll nicht das sauberste sein. Aber die Dame war sehr, sehr nett und meinte, was ist? Können wir auch jederzeit kommen. Und sie hat uns erklärt, wir wollten eigentlich zum Einkauf ein Taxi nehmen, dass sie aber einen Bus fährt, bevor ich hier gleich einen abbreche. Meine Finger sind so, wie der Koffer ist so schwer. Haus C, hier. Haus C gefunden. Okay. Haus C steht dran. Ich sehe das aber nicht. Da steht Haus C. Es ist Rohot. Da. Da.
Geil. So, wir waren jetzt im Fahrstuhl. Ja. Wir sind super fertig. Sind wir wirklich? Okay, wow. Oh, wow. Okay, erster Eindruck. Ich hab alles, was ich habe, das meine Beine weg. Mein Handy hab ich ausgegangen. Super. Cool. Wir sind schon da. Okay, wow. Geh schnell. Erste Wohnung. Wohnung 1. Sie hat jetzt schon eine Schwimmerkarte verloren. Jetzt schon. Nehmen wir die wieder. Sorry. Ich bin auf dem Weg. Ich bin da. Ich hab die Kappe. Oh mein Gott. Das ist welcome so home. Wie geil. Okay. Nein, diesen scheiß Kappe. Nimm mal den Kappe hin. Dein. Oh. Das riecht ein bisschen modrig. Hier haben wir einmal einen Tisch. Eine Ach, Küche. Was ist die Küche, ey? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Oh, echt großer Besenkammer. Ein echt großer Besenkammer. Geil, geiler Deutsch. Das ist Barstern mit der Wahrheit. Ey, das ist viel sauberer, als ich dachte. Oh, das immer, ist auch voll schön. Ja, schon immer, dass es nicht sauber wäre. Aber ich finde es wirklich gut. Guck dir mal in dein Schlafzimmer. Ich würde sagen, die Besenkammer ist ein bisschen größer. Ich kann in der Besenkammer schlafen. Aber immerhin, hier kann ich meine Sachen reinräumen. Das ist mein Zimmer, Leute. Oh, ich liebe dieses Bett. Guck mal, ich habe einen Drink draußen. Oh mein Gott, bin ich neidisch. Aha. Wow. Okay, ich werde dann morgens in mein Bett kommen und ich merken. Die ist aber schon groß, ne? Ja, die ist größer als die ganze Wohnung. Ich ja, das ist krass, aber richtig geil, weil es ja noch warm. Wir müssen sofort zum Strand das ausnutzen, ne? Mit Bikini müssen wir zum Strand. Ich übertreibe mal nicht direkt. Herr Viet. Wo ist denn sonst der Strand, Leute? Das ist wie im Meer. Alles geschafft. Wir gehen gleich los. Was machst du? So, wir sind jetzt im Supermarkt. Wir waren vorhin am Meer. Das ist komplett eskaliert, Leute. Aber mehr haben wir gar nicht gefilmt, ne? Nee, kein Ding. Das ist ein bisschen krass. Und danach waren wir in so einer Kneipe, damit die uns so ein Taxi rufen, weil eigentlich hatte die Dame gesagt, dass sie den Bus fährt, aber der fährt nicht mehr. Aber wir mussten halt noch was zum Essen kaufen. Dann hat der Typ uns gleich irgendwie zu geben, obwohl wir eigentlich meinten, wir wollen nichts trinken. Ja, ich habe mir gesagt, nee, aber dann also war ich ganz nett und dann war auch, die war noch lecker, die. Kann das sein, dass die hier nur... Das 3 Minuten und sie hat 10 Euro gekostet, jetzt müssen wir noch durchfahren. Ja, nochmal 10 Euro. Ja, aber für das hier zahlen wir schon über 10 Euro. Mein Koffer ist ja auf dem Hinweg schon kaputt gegangen. Ich habe schon Angst, wir werden jetzt gar nicht essen können. Ich längst hier doch mal irgendwas gedreht wurde. Ich glaube, ich mache mehrere Vlogs. Was glaubst du, wie wir zahlen müssen insgesamt? Scheiße, 150. Ich sag 160. Wir zahlen 20 Euro für den Einkauf. Das kann eigentlich nicht sein. Wollen wir einfach zurücklaufen oder wollen wir auch übernachten? Wir bleiben auch über Nacht hier. Morgen wird dann der Bus. Wir können durch auf den Parkplatz gucken, ob jemand dahin fährt. Das geht wirklich. Das können wir wirklich mal Leute fragen. Ja. Cool, wir treffen dann. Wir haben eigentlich 5 Mal beschlossen beide, dass wir es nicht machen. Aber das betreibt mich so, nee, nicht nachts. Aber dich, na gut, das treffen, aber sie, nee, nicht nachts. Wir schaffen das. Das ist aber nur verrückt. Das ist aber verrückt. Was haben wir denn? Das müssen wir überlegen. Wir haben ein Bus, wir haben Brot. Wir können mit dem Dings doch nochmal hinfahren mit dem Bus. Wenn du das jetzt sagst, dann kann das nicht echt sein. Nee, doch, das ist. Ja. Nein, wir können nicht nochmal hinfahren. Ich fahre keinen Bus. Es gibt keine Möglichkeit, hier hinzukommen. Oh Gott. Du kommst da nicht durch. Wollen wir das hinter uns vorlassen? Das wird nichts mehr heute. Ja, das wird nichts mehr heute. Okay, okay, weißt du was? Ich sag 180 Euro. Ich sag 186,57 Euro. Ich sag 210. Okay, das kannst du ja nicht sagen. 210? Sag das nicht, ey, ich hab Angst. Scheiße. Die hat einfach eine Kerze gekauft. War die teuer? Weiß ich nicht. Maus!
Ich bin so, wie viel kostet das? Aha, 10 Cent günstiger. Und sie ist so, oh, eine Kerze, 500 Euro, kein Ding. Ja, wir waren einkaufen. Es war ein Abenteuer. Wir haben, insgesamt haben wir ungefähr 150 Euro bezahlt für diese ganzen Sachen hier. Wir waren beim Einpacken, wir haben irgendwie 5 Tüten noch kaufen müssen. Plötzlich rennt sie weg und ich denke, wo rennt sie jetzt hin? Und kommt wieder mit einer Frau und sagt, die Frau fährt uns nach Hause, weil auf dem Hinweg sind wir mit dem Taxi gefahren, das ist ungelogen, es waren 3 Minuten, wir haben 10 Euro gezahlt und wir dachten, dieser Einkauf war schon so teuer, das können wir echt nicht bringen. Und als wir dann, das ist ja super lieb von der, aber es war wirklich nur 5 Minuten entfernt. Und als wir dann hier waren und die ganzen Sachen ausgeladen haben, dann waren da 2 Typen in dieser Kneipe, haben es schon gesehen, weil direkt kamen direkt raus und meinten, sollen wir euch helfen? Und meinten wir, ja bitte. Also ich kann nur sagen, dass die Sirksdorfer wirklich sehr nette und freundliche Personen sind. Also ich glaube, da kann man gut leben. Das sind coole Leute. Und jetzt versuchen wir alles in unserem Mini-Kühlschrank reinzukriegen und ja. Ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt umziehen in meine bequemen Sachen, weiter hier auspacken noch ein bisschen, wir werden bestimmt noch ein bisschen reden und was essen und so und dann war es auch schon mit dem Ankunftstag. Aber ich finde, wir haben ihn eigentlich ganz gut genutzt, wir waren schon am Meer, wir haben ein paar Fotos gemacht, wir waren einkaufen und es war auf jeden Fall eine richtige Action und ja. Wir haben uns jetzt Essen zubereitet und sie auch. Haben wir es so unscharf? Jetzt bist du nicht mehr unscharf. Ja, das haben wir gemerkt, wahrscheinlich hat mir keiner zurück, weil ich unscharf bin, leider. Das haben wir jetzt rausgefunden. Was dann? In Siegsdorf bleibt, bleibt in Siegsdorf. Super. Na dann, guten. Guten. Ja, ich merke gerade, dass ich irgendwie echt verlaufene Schmink habe. Heute war der 2. Urlaubstag und ja, wir haben ihn relativ chillig zu Hause verbracht. Sie hat ein bisschen Minecraft. Ja. Minecraft gespielt. Und ich war ein bisschen alleine am Strand spazieren, so eine Stunde oder so. Es war sehr schön. Ich habe auch ein bisschen geschrieben, bin aber nicht so viel dazu gekommen. Und ansonsten habe ich auch ein bisschen an meinem Handy rumgehangen und rumgehörst und nichts gemacht und Toast gemacht und ein bisschen gegessen und es war eigentlich ein recht chilliger Tag. Abends war es noch ganz cool, wir haben noch ein paar Fotos gemacht, dann waren wir noch zusammen baden und dann kamen 2 Sirenen und wir erstmal so scheiße, das waren wirklich Sirenen. Es, oh, meine Schminke sieht übel aus. Ich weiß gar nicht, warum ich mich heute gar nicht geschminkt. Es waren Sirenen, ne? Ja, es waren echte Sirenen. Das war richtig krass. Wir sind dann erstmal rausgegangen, aber da war kein anderer. Es sind 3 Ferien, also da war kein Mensch. Kein Mensch war da. Wir dachten, scheiße, was passiert jetzt? Kommt jetzt hier irgendwie ein Orkan oder eine Flut oder brennt? Wir wussten aber nicht, was wir jetzt machen sollen. Es war halt 1 Uhr nachts schon. Ja, aber es ist ja dann noch alles gut ausgegangen, weil dem einfach nichts passiert ist. Ich glaube, dass irgendwie Feuerwerk kam oder so, aber es war kein Brand zu sehen. Also das hat sich auch wieder beruhigt. Irgendwann wird es auch wieder beruhigt. Und, ja. Eine Sturmwarnung. Kann sein, es ist echt sauwindig. Also wir hören es auch richtig doll hier, weil wir haben ja direkt eine kleine Terrasse und ja, ist schon ein bisschen beängstigend, aber ich denke, wir werden wahrscheinlich die Nacht überleben. Das wissen wir noch nicht so genau. Wir wissen es auch nicht. Vielleicht wird das das Letzte sein, was mal jemand von uns finden wird. Aber was ist denn? Deine Bohnen? Meine Bohnen! Sie hat Bohnen gekocht. Viel zu viele Bohnen, die scheiße schmecken. Und die man irgendwie 12 Stunden einweichen, dann 3 Stunden kochen musste. War schon geil. Die stinken. Wirklich, oh nah. Ja, ansonsten, jetzt ist 3 Uhr. Sie hat gerade gesagt, wir jetzt schlafen. Also machen wir das wohl. Oh, heute haben wir noch Sport gemacht. Das war wirklich lustig. Und Leute von dem Haus gegenüber haben uns gesehen. Ich habe dann gesagt, die sehen uns doch. Ich habe dann so gewunken. Die haben zurückgewunken. Also die haben uns wirklich zugeguckt. Das war echt abenteuerlich. Funny war das, funny. Funny. Ja, und ja, wie gesagt, wir gehen. Lustig und frustrierend war das. Und schade, aber schade. Und wir hatten noch einen Videochat mit einem Kumpel, war auch ganz witzig. Jetzt gehen wir jedenfalls ins Bett, glaube ich. Was denn? Was denn? Was denn? Waschdegen fallen lassen. Was ist das? So ein Stick für meine Zähne. Hast du woher fallen lassen? In dieses Ding für den Waschding. In den Ding für den... Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
gut. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, so geht es den ganzen Tag bei uns. Ja, vor allem den Abend fand ich auch noch sehr schön. Ich bin auch froh, dass wir es das noch so lange gemacht haben. Ich habe halt nur 5 Stunden geschlafen. Ich bin auch ein bisschen müde, aber war einfach nice. Was soll ich ihm jetzt zurückschreiben? Also auf jeden Fall, gute Nacht. Bis morgen. Ja, es ist unser 3. Urlaubstag in Sixdorf und wir haben heute ein bisschen länger geschlafen, aber wir waren nicht wirklich lange. Wir waren bis 4 Uhr noch wach. Und dann haben wir erstmal kurz gechillt, haben was gegessen und sind danach in den Supermarkt gegangen. Wir haben angerufen. Habe ich schon mal den Sirenen erzählt eigentlich gestern Nacht? Ja, ne? Heute Morgen war schon wieder eine Sirene, bei der wir auch nicht wussten, was es jetzt zu bedeuten hat. Da haben wir mal die Vermieterin angerufen und gefragt wegen der Sirene. Da meinte sie, das ist irgendwie wohl normal und wird aber auch wohl ausgelöst, wenn Feueralarm ist. Und es hat wahrscheinlich gestern irgendwo gebrannt oder so. Also so getan, so voll normal wäre. Ich denke mir so, das ist halt irgendwie nicht normal. Also in Berlin passiert sowas nicht. Und man hat auch gefragt, ob wir irgendwie vielleicht nochmal Mülltüten bekommen können. Und was haben wir noch gefragt? Schwämme. Und da meinte sie halt irgendwie, ja, wir könnten da vorbeikommen, sie könnte es angeben, aber eigentlich müssen wir es selbst mitbringen. Und keine Ahnung, vielleicht ist es normal, dass man während auf Mülltüten selbst mitbringen soll. Aber ich meine, dass es keine Seife gab, finde ich schon wirklich schwach. Ich meine, wir haben jetzt gerade Corona und es gab auch keine Seife. Keine Seife, kein Spülen, nichts zum irgendwie Putzen in der gesamten Wohnung. Jetzt mussten wir dann nochmal los. Wir wollten eigentlich den Bus zum Einkaufen fahren, aber den Bus mussten wir erstmal finden. Das hat auch schon mal eine halbe Stunde gedauert. Und ja, dann haben wir gesehen, dass der irgendwie nur 3 Mal am Tag fährt und jetzt auch gerade gar nicht. Da haben wir irgendwie versucht, ein Auto anzuhalten. Aber es hat sehr lange gedauert, ich glaube irgendwie eine halbe Stunde, bis uns jemand mitnehmen wollte. Ich wusste meinte dann auch, dass die Supermarkt heute geschlossen hat, weil es ja Feiertag ist, es ist der 3. Oktober. Aber die Vermieterin meinte mehrmals, dass der heute offen hat. Finde ich eigentlich ganz schön hart, die armen Mitarbeiter. Aber wir haben dann da schnell unsere Artikel gekauft, die wir noch brauchten. Also wir waren schon wieder einkaufen. Und jetzt sind wir wieder hier in der Wohnung, es ist auch schon 15 Uhr, aber wir planen halt eigentlich noch ans Meer zu gehen. Es war windig, aber ich hatte es eigentlich gar nicht so kalt. Willst du noch was sagen? Ja, mal gucken, wir erfrieren im Meer. Willst du ins Meer gehen? Ja, wir gucken mal, wie es da ist am Strand. Also du schon total spontan? Ich glaube schon. Ich würde eigentlich ganz gerne ins Meer gehen, aber ich wenigstens einmal drin war. Selbst wenn es 15 Sekunden sind. Ich möchte einfach wissen, dass ich drin war, aber ich will nicht allein reingehen. Und ich will auch nicht krank werden, ich will nicht, dass sie krank wird. Aber ich würde es eigentlich schon gerne machen. Ja, das sind Sachen, die wir gekauft haben. Nochmal Brot, weil wir schon relativ gut am Aufbrauchen sind. Eine Gurke und Tomaten, Avocado. Nochmal zu der Cousine, weil die auch schon aufbrauchen. Also nochmal was fürs aufs Brot schmieren. Putztücher, Mülltüten. Wo ist denn der Glasreiniger? Ja. Oh Gott sei Dank, ja, schon, der wäre weg. Ein Glasreiniger und diesen richtig nice kalten Tee noch. Ja. Und Chips. Und Chips. Ah! Jetzt sind wir gerade an der am Meer, an der Nordsee. Shit, das bleibt immer so. Wir sind jetzt gerade am Meer. Es ist heute mega windig. Wir wollten eigentlich ins Wasser, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu kalt, oder? Viel zu kalt und sehr windig und kalt. Schade, ja, einfach kalt. Einfach kalt. Das ist auch frustrierend. Aber es ist ja auch lustig. Ja, ich habe auch, dass ich keine Haare und ja, das sehen wir auch. Aber so, macht das auch nicht besser. Wir waren heute erst einkaufen und jetzt sind wir gerade noch hergekommen, um ein paar Fotos zu machen. Es war schön, dass wir rausgekommen. Es ist so kalt. Es ist sehr schön, wir haben eine sehr gute Zeit eigentlich. Also, wir gehen